Willkommen zu dieser Yoga-Klasse bei Jesus Yoga. Heute wird es eher sportlicher. Wir machen immer noch Yoga, aber wir werden unseren ganzen Körper wirklich kräftigen. Und es wird schon herausfordernd werden. Dabei üben wir, den Geist einfach in Ruhe und Gelassenheit zu üben, in der Mitte von Herausforderungen. Also was wir auf der Matte anwenden, können wir auch im Leben anwenden. Ich möchte, dass ihr euch wirklich auf euren Atem konzentriert, tief durchatmet und ich gebe immer Optionen, um die Übungen leichter zu machen. Also keine Angst, jeder kann es machen, es ist für alle Levels, aber es wird bestimmt eine Herausforderung sein. Viel Spaß! Komme in Tadasana, vorne auf deiner Matte stehend, Hände vor die Brust, Anjali Mudra, stehe fest verwurzelt, komme auf deiner Matte an. Vertiefe deinen Atem, fühle dich aufgerichtet, kraftvoll und stark. Fühle die Matte unter deinen Füßen. Wenn du kannst, kannst du mit dem Ujjayi-Atem beginnen. Wir atmen ein, heben die Hände über den Kopf, atmen aus, Vorwärtsbeuge. Vielleicht beugst du noch deine Beine dabei ein wenig, richte dich wieder auf mit dem Einatmen, strecke die Hände über den Kopf, ausatmen, Bergstellung, Hände vor die Brust, einatmen, streck dich nach oben aus, ausatmen, beuge die Beine und beuge dich nach vorne. Einatmen mit viel Kraft nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, nach oben aufrichten. Ausatmen, komm in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Vorbereitung. Ausatmen, noch einmal in die Vorwärtsbeuge. Atme tief. Hänge hier. Greife die entgegengesetzten Ellbogen. Einatmen, richte dich auf, strecke die Arme nach oben. Greife mit der rechten Hand das linke Handgelenk, seitliche Dehnung. Bleibe offen, lasse die Schulter hinten. Atme tief, Beine sind gestreckt. Greife das rechte Handgelenk. Lehne dich zur Seite, bleibe mit dem Brustkorb weit offen. Arme und Beine gestreckt. Komme zur Mitte, Hände an die Seite. Rechter Fuß über das linke, kreuze die Beine, atme ein, Hände nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Wenn das zu intensiv ist, lasse beide Beine auf dem Boden gleichzeitig nebeneinander. Ausatmen, Vorbeuge, bleibe kurz hier, dehne, einatmen, Hände über den Kopf, halte die Balance, strecke dich nun wieder zur Seite, fange an mit der rechten Seite, ausatmen, Hände an die Seite und kreuze. Das linke Bein über das rechte, einatmen, tief nach oben, streck dich nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Noch einmal den Rücken strecken, gerade, ausatmen, komm in die Vorbeuge. Halte hier, einatmen, nach oben, greife das linke Handgelenk und nochmal in die seitliche Beuge. Atme tief. Bleibe fest in deiner Körpermitte. Ausatmen, Hände an die Seite. Komme wieder in Tadasana.
Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Vorbereitung, Rücken gerade. Ausatmen, trete zurück in die Plank. Komm runter durch Chaturanga in den aufschauenden Hund und zurück in den hinabschauenden Hund. Ato Mukha Svanasana. Laufe hier in deinem Hund. Finde Weite. Beuge die Knie sehr stark. Finde Länge im Rücken. Und dann strecke die Beine wieder. Ziehe den Bauchnabel ein. Schaue nach vorne. Beuge dich nach vorne. Alles Gewicht auf die Hände. Und beuge dich wieder zurück in den hinabschauenden Hund. Gewicht voll nach vorne bleiben auf den Zehenspitzen und Gewicht nach hinten. Noch einmal nach vorne verlagern, viel Kraft aus der Mitte und zurück in den hinabschauenden Hund. Noch einmal nach vorne, jetzt trete mit beiden Beinen nach vorne, Rücken gerade, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Hände nach oben, ausatmen. Einatmen, wieder nach oben strecken, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken gerade, ausatmen, trete noch einmal zurück durch Chaturanga, aufschauender Hund oder die kleine Kobra in den hinabschauenden Hund. Bauchnabel ist fest eingezogen. Schaue nach vorne, verlagere wieder das Gewicht nach vorne und nach hinten. Nach vorne alles Gewicht auf die Hände und zurück, als wenn du dich in den Handstand pressen möchtest. Noch einmal nach vorne und zurück. Noch einmal nach vorne, trete nach vorne, Rücken gerade, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, kraftvoll Hände nach oben. Ausatmen, Hände an die Seite. Einatmen, Hände nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, schau nach oben. Ausatmen, trete oder springe zurück. Chaturanga, aufschauender Hund, in den hinabschauenden Hund. Atme tief, finde Länge im Rücken. Ziehe den Bauchnabel ein. Schaue nach vorne und springe oder laufe nach vorne, Rücken gerade. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, strecke dich weit nach oben. Ausatmen, Hände an die Seite. Finde die Ruhe, finde deinen Atem. Dann komm in die Stuhlposition. Utkatasana. Die Hände können schulterbreit auseinander sein. Oder zusammen, schaue einmal nach unten zu deinen Zehen, dass du deine Zehenspitzen siehst. Dann bist du richtig. Jetzt komme in die Drehung. Hände in der Gebetsposition. Bleibe hier stark in den Beinen. Komme zur Mitte, nochmal in den Stuhl, komm gar nicht erst nach oben, bleibe hier. Schaue, dass du seine Zehen siehst, so weit ist dein Po zurückgestreckt. Und komme zur Drehung zur anderen Seite. Hüften sind gleichmäßig verteilt. Atme hier tief und ruhig. Einatmen, Stuhlposition, du kannst es. Bleibe hier und ausatmen. Beuge dich nach vorne. Einatmen, Rücken gerade. Ausatmen, springe oder laufe zurück. Aufschauender Hund in den hinabschauenden Hund. Beruhige deinen Atem. Finde Länge im Rücken. Schaue nach vorne, springe oder laufe nach vorne. Rücken gerade. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, strecke dich hier weit nach oben. Ausatmen, Hände an die Seite. Finde wieder einen festen Stand und Ruhe
und weiter. Nochmal in die Stuhlposition. Dann beuge dich nach vorne, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken gerade. Ausatmen, springe und trete zurück. Chaturanga. Und komme durch einen Liegestütz noch einmal nach oben und dann erst in den aufschauenden Hund, hinabschauender Hund. Trete mit dem rechten Bein nach vorne. Strecke die Arme hoch, Krieger 1. Komme nach vorne durch Chaturanga, ein Liegestütz, wenn du kannst. Du kannst immer die Knie dabei ablegen. Aufschauender Hund, hinabschauender Hund. Linke Bein nach vorne, Krieger 1. Ausatmen. Komme durch Chaturanga, nochmal den Liegestütz. Du kannst es immer auf den Knien machen. Aufschauender Hund, in den hinabschauenden Hund. Finger weit auseinander gestreckt. Atme tief, beruhige deinen Atem. Das ist anstrengend. Hebe dein rechtes Bein hoch. Halte hier. Dann öffne weiter, öffne die Hüfte und du kannst das Bein noch beugen dabei. Und dann trete nach vorne, nur das Knie zum Trizeps und überkreuzt zum anderen Trizeps. Wieder das Bein nach oben heben und dann nach vorne treten. Hoher Ausfallschritt, Hände nach oben, wie beim Krieger. Diesmal vielleicht schulterbreit auseinander, bleib hier. Jetzt. Komme mit dem Knie nach unten und halte es kurz über dem Boden fest. Komme nach oben, strecke das Bein, beuge es, strecke es, beuge es, strecke es. Noch einmal beugen, halten, Bauch fest und komme nach oben. Und komme in den Krieger. 2, fest in der Mitte, richte dich mittig aus und komm in den friedvollen Krieger. Genieße die seitliche Öffnung. Und dann komme in die Winkelhaltung, Hände nah am Ohr. Du kannst auch ganz runterkommen. Ich bleibe hier auf dem Knie. Und nochmal in den friedvollen Krieger. Zurück zur Winkelposition. Verbinde dies mit deinem Atem. Friedvoller Krieger. Und in den Winkel. Bleibe kurz hier. Krieger 2. Dann komm nach unten durch das Chaturanga mit einem extra Liegestütz, wenn du kannst. Aufschauender Hund, hinabschauender Hund. Bleibe hier, finde die Ruhe. Linkes Bein geht nach oben, Hüfte parallel. Dann erst öffnen und vielleicht das Knie beugen. Dann wieder strecken. Linkes Knie zum linken Trizeps nach oben, überkreuz zum rechten Trizeps nach oben, noch einmal zum linken Trizeps nach oben strecken und dann kontrolliert durchtreten, ganz sanft. Komme in den hohen Ausfallschritt, Hände nach oben, sinke ein bisschen tiefer. Deine Körpermitte ist ganz fest. Dann Hände vor die Brust. Und ihr wisst schon, beugt das Knie, kommt kurz über den Boden, haltet fest und strecken. Nach unten und nach oben. Nach unten, ganz kontrolliert
und nach oben. Nach unten halten. Nach oben. Hände weit auseinander. Krieger 2. Bleibt stark in eurer Körpermitte. Atmet tief. Schaut, dass eure Arme parallel sind zum Boden. Und kommt in den friedvollen Krieger. Atmet tief. Dann kommt in die Winkelposition. Hände Richtung Ohr. Bleib hier und wir verbinden es mit dem Atmen. Friedvoller Krieger in die Winkelposition. Friedvoller Krieger in die Winkelposition. Hände nah am Ohr. Krieger 2 wieder, Virabhadrasana 2. Und komm nach unten durch Chaturanga. Ein extra Liegestütz, wenn du die Kraft noch hast. Einatmen, aufschauender Hund. In den hinabschauenden Hund. Beruhige deinen Atem. Finger sind weit auseinander gefächert. Findet Länge im Rücken. Zieh den Bauchnabel ein. Dann heb das rechte Bein wieder an, zieh es durch zum rechten Trizeps und trete durch. Komm in den Krieger 1, Hände zusammen oder schulterbreit auseinander. Hände vor die Brust. Und komm in den Krieger 3 mit den Händen nach hinten. Du kannst deine Zehen aufgestellt lassen oder wirklich hochkommen. Die Zehen können nach unten gebeugt sein und vielleicht verlierst du die Balance. Das ist vollkommen in Ordnung. Schaue auf einen Punkt. Bleibe stark. Und trete zurück in den Krieger 1 wieder. Ja, finde die Balance. Und dann in den kraftvollen Krieger 2. Schaue über deine Fingerspitzen kraftvoll hinweg. Dann komm ein bisschen näher zusammen mit den Füßen und komm in die Dreiecksposition. Aber diesmal hast du deine Hand auf der Innenseite und berührst nur ganz leicht den Boden mit den Fingerspitzen. Wenn du kannst, öffnest du mit dem anderen Arm nach oben und vielleicht schaust du in deine Handinnenseite. Dann, wenn du kannst, hebe beide Arme, wie als wenn du einen Ball hältst, viel Kraft aus der Mitte und schwebst in der Luft. Komme nochmal in die Dreieckstellung, Trikonasana. Komme nach oben, Krieger 2. Und komme durch das Chaturanga mit einem extra Push-Up, wenn du kannst. Aufschauender Hund in den hinabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Atme tief. Beruhige deinen Atem. Hebe das linke Bein an. Kontrolliert kurz halten über dem Boden. Und dann erst absetzen. Komme in den Krieger 1. Starke Arme, starke Körpermitte, Kraft aus den Beinen, fest verwurzelt. Dann bringe die Hände hinter dich, wie ein Skispringer. Du kannst den Fußspitzen auf dem Boden bleiben oder komme nach oben. Vielleicht nimmst du die Hände vor die Brust, wenn du magst, oder behaltest sie hinten. Dann trete zurück, Krieger 1,
komme in den Krieger 2, Virabhadrasana 2. Dann strecke das vordere Bein und komme in Trikonasana, die Dreieckstellung. Mit den Fingerspitzen nur auf der Innenseite berühren den Boden ganz leicht. Vielleicht schaust du nach oben, aber das ist nicht notwendig. Dann, als wenn du einen Ball in der Luft hältst, komme nach oben, halte, das ist gut für deine Körpermitte. Komme wieder in den Krieger 2 und komme durch dein Vinyasa Chaturanga mit einem extra Push-Up vielleicht, aufschauender Hund, in den hinabschauenden Hund. Lege die Knie ab auf den Boden und komme in die Stellung des Kindes, Balasana. Komme ein wenig zur Ruhe. Entspanne deinen Atem, dann rollst du langsam auf, stellst die Hände vor dich auf, Vierfüßlerstand, und kommst in die Kuhkatze. Ausatmen, Rücken runden, einatmen, strecken. Ausatmen, runden, einatmen, strecken, schau nach vorne. Ausatmen, rund werden, vielleicht ein bisschen das Gewicht nach vorne wirklich strecken. Ausatmen, runden. Ausatmen, runden, bisschen Gewicht nach vorne verlagern, einatmen, strecken. Und dann hebe das rechte Bein an und ziehe es Richtung Nasenspitze. Raus und wieder rein, kraftvoll aus deiner Mitte, Bauch eingezogen. Einatmen, strecken, ausatmen, reinziehen. Ausatmen, strecken und jetzt hebst du vielleicht den entgegengesetzten Arm und ziehst beides gleichzeitig rein. Raus. Und rein. Wenn nicht, legst du wieder den Arm ab. Verbinde es mit deinem Atem. Strecken, richtig strecken und zusammenziehen. Halten und strecken. Dann greife mit der linken Hand das rechten Fuß, Fußaußenkante und streck dich nach vorne, Tigerposition. Dann kontrolliert noch einmal weit strecken, Bein und Arm und lasse den Bein nach unten und jetzt mache einen Regenbogen, einen Halbkreis über Kreuz und zur Seite mit viel Kraft aus der Mitte. Noch einmal tippen zur anderen Seite und dann stelle das rechte Bein auf die rechte Seite seitlich aus, Fuß zeigt nach vorne, Hände vor die Brust. Kannst das Knie immer auspolstern, jetzt die Hände nach oben und komme in die seitliche Dehnung zur rechten Seite, als wenn du einen Ball in den Händen hältst. Du kannst auch den Arm ablegen oder in der Luft halten, was ein bisschen schwerer ist. Halte und atme tief. Dann komme zur Mitte und zur anderen Seite. Halte noch ein wenig. Komme hoch und noch einmal zum Bein zur rechten Seite hin. Bleibe offen mit der Schulter. Atme tief. Komme nach oben, dann lege den linken Arm ab und hebe das rechte Bein, wenn du kannst, ziehe die Zehen zu dir, halte kurz, ich weiß, das ist schwer, ganz kurz noch und dann versuche mal, ohne das Bein vorher abzulegen, nach vorne zu treten und durch dein Chaturanga mit einem extra Push-Up, wenn du noch die Kraft hast. Aufschauender Hund in den hinabschauenden Hund. Dann senke die Knie ab,
Lasse sie über dem Boden schweben, kurz vor deiner Matte, viel Kraft aus deiner Mitte. Halte und lege ab. Vielleicht hältst du noch. Und dann das linke Bein nach hinten und zur Nasenspitze ausstrecken. Zur Nasenspitze ganz strecken, ganz nach hinten strecken, viel Länge. Ausatmen zusammen. Einatmen, auseinanderstrecken. Knie zur Nase strecken. Und vielleicht nimmst du jetzt deinen rechten Arm mit, vielleicht auch nicht, wie du kannst. Halte kurz und dann komme mit beidem zusammen. Strecken, soweit du kannst, und runden. Einatmen, strecken. Ausatmen zur Körpermitte. Einatmen, strecken. Halten. Noch ein wenig halten. Nochmal runden. Halten. Hand ablegen, Bein strecken und jetzt wieder einen Halbkreis. Über Kreuz zur Seite tippen, über Kreuz einmal tippen, zur Seite, noch einmal über Kreuz, einen schönen Halbkreis. Zur linken Seite aufstellen, Fußspitzen zeigen nach vorne, richte dich auf, Hände vor die Brust. Und zur Seite strecken. Du kannst deine Hand auf dem Bein lassen oder als wenn du einen imaginären Ball hast, in der Luft halten. Bleibe offen in der Brust, in der Schulter. Lehne dich zur anderen Seite mit viel Kraft aus der Mitte. Atme weiter. Zur anderen Seite nochmal zum Bein. Lächeln ein bisschen, ich weiß, es ist schwer. Nochmal zur anderen Seite. Und nochmal zum Bein hin. Zur Mitte, zur anderen Seite. Halte. Dann komme nach oben mit dem Bein. Halte es in der Luft. Finde Länge in der Wirbelsäule. Und dann kraftvoll trete nach vorne mit dem rechten Bein nach hinten durch dein Chaturanga, vielleicht ein extra Push-Up, aufschauender Hund. Schaue einmal über deine rechte Schulter, über deine linke Schulter. Und dann komme zurück in den hinabschauenden Hund. Komme nach vorne in das Brett, halte hier kurz und dann senke in Zeitlupe ganz langsam ab für 4, 3, 2 und ablegen. Nehme die Hände unter deine Schultern nach hinten zu Shalabhasana, hebe deine Füße an, deine Arme an, deinen Brustkorb an. Finde Länge. Es geht nicht so sehr um die Höhe wie um die Länge. Also strecke deine Beine weit nach hinten aus. Brustkorb öffnet sich. Dann bleibe oben und vielleicht kannst du die Hände nach vorne nehmen, was noch schwerer ist. Wenn nicht, dann lasse sie hinten. Schwebe über den Boden. Nimm die Arme wieder unter deine Schultern. Stelle deine Füße auf. Komme durch das Brett. Kraftvoll. Noch einmal nach unten. Und noch einmal in Shalabhasana, Hände hinten oder vorne für die extra Herausforderung. Hände nach hinten, dann komme in Dhanurasana, der Bogen, greife von außen deine Füße, Fußgelenke, ziehe dich nach oben, Beine wollen nach oben strecken und der Oberkörper nach vorne. Lege den Körper ab, Hände unter die Schultern, kraftvoll drücke dich über das Brett in den hinabschauenden Hund. Atme tief, dann setze deine Knie ab, deine Füße ab und komm in Balasana, Kindsposition. Atme tief.
Finde Länge im Rücken. Rolle wieder auf. Atme einmal durch. Hände nach vorne in den hinabschauenden Hund. Als nächstes kommen wir in Vasistasana auf der linken Seite. Gewicht nach vorne, verlagern wir es zur Seite. Vielleicht legt ihr das Knie, das untere Knie ab, den Fuß und bleibt hier. Wenn ihr könnt, kommt ihr aber in den vollen Stütz. Wenn ihr könnt, greift ihr den rechten Fußzeh, kommt nach oben und dann ohne zwischendurch abzusetzen, tretet ihr nach vorne in den Ausfallschritt. Behaltet den Zeh in die Hand, tretet nach vorne und kommt in Mudita Padangusthasana 1. Wenn nicht, könnt ihr immer zwischendurch absetzen. Versucht, die Balance zu halten. Wenn ihr könnt, lehnt ihr euch ein bisschen nach vorne oder ganz nach vorne. Dann kommt in Mudita Padangusthasana 2, Bein zur Seite. Vielleicht schaut ihr in die entgegengesetzte Richtung, atmet tief. Ihr könnt auch immer dasselbe mit gebeugtem Knie machen und das Knie greifen anstatt den Fuß. Das ist die leichtere Variante. Lasst los das Bein nach vorne, haltet es mit viel Kraft, beugt das Knie. Tretet durch, wenn ihr könnt, in den Krieger 3 von hier aus. Kraftvoll. Fokussiert euch, dann kommt wieder aus der Position, hebt das Knie noch einmal an und setzt ab. Kommt in Tadasana, atmet einmal tief durch und weiter geht's. Hände über den Kopf einatmen. Ausatmen, nach vorne beugen, einatmen, Rücken gerade, ausatmen, durch euer Chaturanga mit einem extra Push-Up, wenn ihr könnt, aufschauender Hund in den hinabschauenden Hund. Wir wiederholen auf der rechten Seite, seitlicher Stütz, vielleicht legt ihr das rechte Knie ab auf den Boden oder kommt in den vollen Stütz, Hand nach oben. Bleibt hier oder greift den Fußzeh. Haltet noch ein wenig. Und dann direkt von hier aus versucht ihr nach vorne in den Ausfallschritt zu kommen. Mit der Hand immer noch am Zeh. Tretet mit dem hinteren Bein nach vorne und richtet euch auf. Ihr könnt immer das Knie greifen, dieselbe Position mit Knie machen. Tita Padu Padangusthasana. Komm zur Ruhe hier. Balance bedeutet, dass man auch manchmal ein bisschen hin und her wiegt. Vielleicht lehnt ihr euch nach vorne über das Bein, vielleicht bleibt ihr gerade stehen. Jetzt nimmt das Bein nach außen raus oder das Knie, was auch immer geht. Vielleicht schaut in die andere Richtung. Findet die Balance, gebt euch ein Lächeln. Dann kommt wieder nach vorne, dieses Bein ist für mich viel schwerer. Haltet das Bein in der Luft, Hände vor die Brust. Haltet, dann tretet durch, gleich in den Krieger, 3 Hände vor die Brust. Starke Körpermitte. Atmet hier weiter. Dann hebt das Knie, vielleicht ohne es abzusetzen und dann erst kontrolliert absetzen. Einatmen, Hände hoch, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken gerade, ausatmen, Chaturanga mit dem extra Push-Up, wenn ihr könnt. Aufschauender Hund in den hinabschauenden Hund. Dann springt oder lauft durch, kommt ins Sitzen. Und kommt in die Bootposition.
Navasana. Mit gebeugten Beinen, ihr könnt immer die Hände an den Knien lassen, unter den Knien. Bleibt hier oder die Beine gerade. Ich bleibe heute mit gebeugten Beinen, das reicht mir. Haltet, zieht den Bauchnabel ein und legt euch fast auf den Boden, nehmt die Hände über den Kopf, wenn ihr könnt, und kommt wieder hoch in das Boot. Hinab kontrolliert, Schultern weg vom Boden und nach oben kommen ins Boot. Nach unten, wirklich den Bauchnabel dabei einziehen und nach oben, gebt euch ein Lächeln, das ist anstrengend. Könnt auch die Fußzehen jetzt langsam absetzen und kontrolliert nach unten abrollen. Dann schwingt die Beine von Seite zu Seite auf dem Boden wie ein Scheibenwischer zur Entspannung des Rückens. Ein paar Mal und dann kommt in einen 90-Grad-Winkel mit den Beinen auf dem Boden, hebt den Oberkörper. Und dann kommt in Yogi Bicycles, ein Bein streckt raus, ihr beugt euch zum anderen Bein. Und immer abwechselnd rein, zur anderen Seite. Ellbogen bleiben schön weit draußen, nicht am Nacken ziehen. Die Schulter will eher zum Knie. Beine bleiben immer im 90-Grad-Winkel. Ausatmen hoch, einatmen Mitte. Ausatmen hoch. Einatmen zur Mitte, ausatmen, noch ein paar Mal mehr, schön für die Körpermitte, für den Bauch, zur Seite, zur anderen Seite, noch ein paar Mal mehr, streckt die Beine jetzt in die Höhe aus, haltet die Schultern weg vom Boden, bleibt stark, beugt die Knie, presst die Knie an den Trizeps, Oberkörper hebt ab und streckt die Beine, wenn ihr könnt, zusammen und weit raus. Zusammen einen kleinen Ball werden und Füße ablegen. Noch einmal die Scheibenwischerbewegung, Entspannung für den unteren Rücken. Als nächstes beugen wir die Beine 90 Grad, legen die Hände von Seite zu Seite und wir senken die Knie nacheinander ab, hoch und zur anderen Seite. Versucht wirklich eure Füße und die Knie zusammenzuhalten. Abwechselnd von einer Seite zur anderen Seite. Diese Übung heißt Jatara Parivartanasana. Zur Mitte. Zur einen Seite hoch und zur anderen Seite. Zur Mitte, zur einen Seite. Vielleicht streckt ihr jetzt noch dabei die Beine aus, wenn ihr unten seid. Hoch zur Mitte, beugen zur anderen Seite, strecken, beugen. Wenn nicht, lasst das weg. Zur anderen Seite, streckt die Beine aus, wieder ran, hoch. Zur anderen Seite, streckt die Beine aus, zieht sie ran, nach oben. Und jetzt, ihr könnt es versuchen mit gestreckten Beinen, die volle Position, oder beugt wieder die Beine. Ihr pendelt hin und her wie ein Pendel. Tief atmen dabei. Immer die Entspannung in der Anspannung. Oder die Anspannung auch in der Entspannung. Schön die Füße von Seite zu Seite bringen. Viel Kraft aus der Mitte und dann macht euch zu einem kleinen Ball. Vielleicht kommt ihr in die umgekehrten Schmetterling, zieht die Füße zu eurer Brust, Ellbogen an die Innenseite eurer Knie oder Schenkel. Entspannt die Hüften, den Rücken. Euer Steißbein bleibt auf dem Boden hier und atmet tief.
dann kommt ihr in Happy Baby. Füße strecken nach oben. Entspannt, atmet tief. Lasst eure unteren Rücken flach auf dem Boden sein. Vielleicht streckt ihr ein Bein aus, wenn das geht, angenehm ist. Zieht es wieder ran und das andere Bein. Ihr könnt das ein paar Mal machen. Noch einmal die rechte Seite und die linke Seite. Lasst es weg, wenn es euch nicht gut tut. Und vielleicht beide Seiten. Vielleicht fasst ihr auch auf die Innenseite eurer Hacken oder eurer Waden und dehnt euch hier. Aber lasst das Steißbein auf dem Boden. Es darf niemals wehtun, sondern angenehm sein. Kommt zurück. Greift noch einmal eure Füße. Umgekehrter Schmetterling. Ein wunderbarer Hüftöffner. Dann zieht das rechte Knie zu eurer Schulter, zu eurer Brust. Stellt das linke Bein auf den Boden oder gestreckt, was angenehmer für euch ist. Es ist einfacher, den Fuß aufzusetzen. Und dann streckt euer rechtes Bein. Vielleicht braucht ihr einen Yogigurt oder einen Schal oder mit was immer ihr euch auch unterstützen könnt, um den Fuß zu halten. Ich mag hier ein bisschen meine Fußgelenke kreisen und lockern. Dann noch einmal ein bisschen tiefer in die Dehnung hineinkommen. Und loslassen. Die andere Seite. Erstmal das Knie zur Brust oder zum Schulterblatt. Ihr könnt auch jederzeit hier bleiben. Das rechte Bein ausstrecken oder aufgestellt lassen. Dann vielleicht das Bein strecken, vielleicht mit einem Gurt. Wenn ihr keinen Gurt habt, dann rollt euer Fußgelenk ein wenig. Lockert es. Ich mag außerdem meine Füße flexen und heranziehen. Noch ein bisschen tiefer in die Dehnung kommen. Entspannen. Und lösen. Jetzt lege ich meine Hüfte ein bisschen weiter rechts ab und komme in die liegende Drehung. Ihr könnt beide Beine 90 Grad haben oder das linke Bein ausgestreckt, das rechte Bein rüber. Wenn ihr den rechten Arm weiter hebt, gibt es eine große Schulteröffnung. Aber nur, wenn es auch angenehm für euch ist. Atmet hier tief und lasst alles los. Dies ist wunderbar für euren unteren Rücken. Dann kommt aus der Position, die Hüfte kommt weiter nach links. Streckt das rechte Bein aus, linke Bein kreuzt rüber. Oder beide Beine im 90-Grad-Winkel. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier den linken Arm weiterheben, tiefer in die Dehnung kommen für die Schulter. Lasst alles los. Dann kommt langsam aus der Position heraus. Macht euch nochmal zu einem ganz kleinen Ball, Nase zu den Knien. Fest anspannen, halten. Halten noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und lasst los. Wir kommen in ein tiefes Shavasana, etwa 3 Minuten lang. Und lassen alles los. Nehmt euch Raum und Platz ein und genießt
jetzt die Stille und Ruhe nach der Anstrengung. Dann vertieft langsam euren Atem. Kommt zurück auf eure Matte. Vielleicht kreist ihr eure Fußgelenke, Handgelenke. Streckt euch weit nach hinten aus. Findet Länge und Weite. Zieht die Knie noch einmal an die Brust. Gebt euch eine kleine Rückenmassage. Bleibt hier, wenn das euch angenehm ist, oder rollt von oben nach unten, was für mich immer die Wirbelsäule wieder aufweckt. Aber tut das nur, wenn es euch gut tut. Ein paar Mal hier. Schenkt euch ein Lächeln. Es macht Spaß. Und dann kommt nach oben in das Sitzen. Atmet noch einmal tief durch. Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt in dieser kraftvollen Yogastunde. Ich hoffe, ihr habt es genossen und ich sehe euch bald wieder, vielleicht nächste Woche. Tschüss, noch einen schönen Tag. Gottes Segen für euch.